Hallo zusammen und damit heiße ich euch mal wieder recht herzlich willkommen zu einer weiteren neuen Folge von uns. Diese Woche zollen wir unseren Tribut an die Verstorbenen und widmen dieses Video all jenen, die nicht mehr sind. Wir waren auf Leipzigs größtem Friedhof unterwegs, mit dem Ziel, die wirklich alten und mitgenommenen, aber auch die gut erhaltenen und gepflegten Gräber zu finden. Darüber hinaus gab es wirklich viel zu sehen, aber das seht ihr alles gleich in dieser Folge. Es wird also alles etwas anders diese Woche, man könnte fast meinen, es ist eine Spezialausgabe, aber keine Sorge, wir werden in der Zukunft jetzt nicht ständig auf Friedhöfe gehen. Sollten euch verlassene und verlorene Orte hier in Ostdeutschland interessieren, dann besucht gerne mal unseren Kanal, dort könnt ihr uns nicht nur kostenlos abonnieren, sondern auch einiges entdecken, wie zum Beispiel in dieser Folge. Wir sind UrbexLE direkt aus Leipzig und heute zeigen wir euch Leipzigs größte Ruhestätte, den Südfriedhof am Völkerschlachtdenkmal. Der Südfriedhof befindet sich im Stadtteil Probstheida im Leipziger Süden bis Südosten in unmittelbarer Nähe zum Völkerschlachtdenkmal und zählt neben dem Hamburger Friedhof Ohlsdorf und dem Südwestkirchhof Stahnsdorf bei Berlin zu den größten Parkfriedhöfen Deutschlands. Das bedeutet in Zahlen 72 Hektar Fläche. Ihr solltet also etwas Zeit und gutes Wetter mitbringen, wenn ihr wirklich alles sehen möchtet. Die Anlage ist wirklich groß dimensioniert und das ist wahrlich nicht übertrieben. Doch trotz guter Aufteilung und Wegweisern kann man schnell durcheinander kommen, da gerade die alten Gräber mitunter etwas versteckt hintereinander oder hinter Bäumen und Sträuchern liegen. Wer also die Augen offen hält, der wird sie finden, die alten und interessanten Grabmäler. Leipzig verfügt heute über sehr viele Friedhöfe. Das liegt vor allem daran, dass in den letzten 150 Jahren so manche umliegende Ortschaft, die schon ihren eigenen Friedhof hatte, ins Stadtgebiet eingemeindet wurde. Heute zählt man über 40 Friedhöfe, die Auswahl ist also sehr groß. Kein Wunder, dass da auch viel Geschichte, Schicksale und Persönlichkeiten zu finden sind. Auf dem weiträumigen Areal des Südfriedhofes werdet ihr viele und abermals viele Grabmäler finden. Eines schöner als das andere, ihr werdet staunen. Aber wie entstand das Ganze hier eigentlich und wann ist das alles passiert? Nun, da sind wir wieder beim Urschleim. Otto Wittenberg und Hugo Licht, übrigens beide hier auf dem Südfriedhof beigesetzt, übernahmen aufgrund der vielen Eingemeindungen durch die Stadt und dem raschen Zuzug nach Leipzig während der Industrialisierung ab 1879 die Planung für einen neuen Friedhof, der im Leipziger Süden entstehen sollte. Zunächst wurden dafür erst einmal 54 Hektar veranschlagt, mittlerweile sind noch 18 weitere hinzugekommen, aber dazu später mehr. Wie ihr sehen könnt, ist der Friedhof also noch gar nicht so alt, wie er zu sein scheint. Zu den anderen Friedhöfen hier in Leipzig werde ich später noch ein paar Worte verlieren, denn da gibt es auch einiges Wissenswertes. Am 1. Juni 1886 wurde nun der Südfriedhof nach knapp 7 Jahren Planung und Bauzeit feierlich durch Bürgermeister Karl Bruno Dröndlin eingeweiht und eröffnet. Das erste Grab war auch kurz danach schon gegraben, welches übrigens bis heute erhalten ist und auch gepflegt wird. Es stammt von Karl August Schmidt, einem Markthelfer,
der hier sehr wahrscheinlich unfreiwillig ein Grab für die Ewigkeit erhielt. Entstand passend zur Park- und Friedhofsfläche eine erhöht und zentral gelegene große Kapellenanlage im römischen Stil, inklusive Kolumbarium sowie Krematorium mit 60 Meter hohem Glockenturm. 1923 erweiterte man die Anlage erstmalig auf 63 und während des Zweiten Weltkrieges letztmalig auf die bis heute währenden 72 Hektar. Von über 6.000 zivilen Leipziger Luftkriegsopfern im Zweiten Weltkrieg wurden etwa 4.500 hier bestattet. Auch gefallene Soldaten aus beiden Weltkriegen liegen heute hier. Uns fiel auf, dass es viele aus dem Ersten Weltkrieg waren, die vor allem in Frankreich fielen und die weite Heimreise nicht mehr erleben sollten. Über die nun fast 135 Jahre fanden allerdings nicht nur Markthelfer und Kriegsopfer sowie Soldaten hier ihre letzte Ruhe, so findet man neben Dichtern, Medizinern, Professoren, Künstlern auch Musiker, Politiker und Industrielle sowie bekannte Personen, die uns vielleicht noch aus dem Unterricht im Gedächtnis geblieben sind. Hier einmal eine kurze Auswahl. Helene Alma Vogt, geborene Wagner, besser bekannt als Lene Vogt, eine Mundartdichterin, die sich vor allem mit Gedichten auf Sächsisch bis zu ihrem Tod 1962 auseinandersetzte, diese aufschrieb und verschenkte, auch wenn das Interesse zu ihrer Zeit noch nicht so groß war und zwischenzeitlich, vor allem in der Nachkriegszeit, gänzlich in Vergessenheit geriet. Bekannt sollte euch auch der Niederländer Marinus van der Lubbe vorkommen. Er gestand im Dezember 1933 den Reichstag in Berlin in Brand gesteckt zu haben. Dazu gibt es bis heute zahlreiche Theorien, ob er es ganz alleine hätte schaffen können, dieses Riesengebäude zu entzünden oder ob er einfach ein zufälliges Opfer war, weil man niemand anderen fand. Fakt ist aber, dass er im Januar 1934 in Leipzig wegen Hochverrates und vorsätzlicher Brandstiftung zum Tode verurteilt wurde. Sein Leichnam fand hier seine letzte Ruhe, auch wenn er kein deutscher Staatsbürger war. Als Leipziger auch sehr bekannt der Verleger und Stiftungsgründer Hermann Julius Meyer, dessen mayrische Häuser bis heute in mehreren Stadtteilen Leipzigs zu finden sind. Auch seine Stiftung mit geschätzten 2700 Wohnungen, die bis 1914 entstanden, ist bis heute aktiv. Bekannt wurde Hermann Meyer vor allem für sein soziales Engagement im Wohnungsbau. Sowas wäre heute über 100 Jahre später gerne gesehen. Ebenfalls bekannt ist auch Max Paul von Bleichert, der zusammen mit seinem Bruder Adolf Max von Bleichert die Firma des Vaters hier in Leipzig-Gohlis übernahm und zum weltgrößten und führenden Seilbahnkonzern ausbaute. Bis heute fahren auf der ganzen Welt Seilbahnen der Firma Adolf Bleichert. Über die Bleichert-Werke hatte ich auch bereits ein Video gemacht. Sollte euch das interessieren, blende ich euch das jetzt hier oben rechts ein. Weitere Personen, die man vielleicht schon einmal gehört hat, sind der Politiker William Zipperer, Architekt Max Pommer, vielleicht nicht sie selbst, aber durch ihren Sohn bekannt, Ernst und Pauline Ulbricht, die Eltern von DDR-Politiker und Kommunist Walter Ulbricht, Dirigent Kurt Masur sowie Widerstandskämpfer und Politiker Georg Schwarz. Darüber hinaus gibt es noch hunderte weiterer interessanter Grabstätten von Persönlichkeiten hier aus Leipzig und Deutschland. Eventuell blende ich euch zum Schluss noch eine Liste ein oder ich verlinke sie euch in der Infobox, wenn euch das weiter interessieren sollte. Denn alle Personen zu erwähnen, würde den Rahmen dieses Videos erheblich sprengen.
nach dem Südfriedhof als größter, interessiert einem natürlich auch, welcher ist denn der älteste Friedhof hier in Leipzig. Nun, der erste städtische Friedhof war der Johannesfriedhof, der ab 1536 von Herzog Georg eingeweiht bis 1883 seinen Dienst verrichtete. Viele der ehemaligen Grabmäler sind bis heute dort öffentlich zugänglich. Dort waren unter anderem der Dichter und Philosoph Christian Fürchtegott Gellert begraben. Seine Gebeine sind heute ebenfalls auf dem Südfriedhof zu finden. Darüber hinaus findet man dort die sterblichen Überreste des Kaufmanns Franz Dominik Grassi, die Schwester und Mutter von Richard Wagner und viele, viele mehr. Ab 1846 entstand Leipzigs zweiter städtischer Friedhof, der neue Johannesfriedhof. Was den bisherigen zum alten Johannesfriedhof machte, auf dem neuen, wo sich heute der Friedensplatz befindet, wurden bis 1950 Beerdigungen durchgeführt. Auch hier hatte Hugo Licht bei der Gestaltung seine Finger im Spiel, genau wie auch beim Nordfriedhof. Auf dem neuen Johannesfriedhof liegen unter anderem Maschinenfabrikant Karl Krause, der Verleger Friedrich Arnold und sein Sohn Heinrich Brockhaus, der Klavierbauer Julius Blüthner sowie Rechtsanwalt und Unternehmer Dr. Karl Heine. Keine Sorge, ihr findet dort auch noch viele, viele weitere Persönlichkeiten. Neben den normalen städtischen Friedhöfen gab es in Leipzig natürlich auch noch jüdische Friedhöfe. Um genau zu sein, drei Stück an der Zahl. Der erste entstand 1814, beziehungsweise fand dort die erste Beerdigung statt. 1864 wurde die Ruhestätte wegen akutem Platzmangel nach nur 334 Beisetzungen geschlossen. Die Gräber blieben allerdings erhalten, zumindest vorab. Ab 1862 geplant und durch private Gelder finanziert, eröffnete der zweite und größere israelische Friedhof ab 1864 seine Tore für den letzten Weg. 1937 erhielt die Friedhofsverwaltung durch die nun nationalsozialistische Stadtverwaltung die Kündigung für die stillgelegte Anlage. Das Areal musste daraufhin geräumt werden, die Überreste der Verstorbenen wurden exhumiert, die Gräber wurden teilweise zerstört, die exhumierten Leichen wurden hauptsächlich in einem Massengrab auf dem neuen Friedhof vergraben. Auf dem ehemaligen Friedhof befindet sich bis heute ein Ausleger des ältesten Kleingartenvereins Sachsens und zweitältesten Deutschlands, den es seit 1832 gibt.
Das Ganze befand sich übrigens auf dem Areal des Johannistals, welches auch eine weitreichende Geschichte hat. Dazu blende ich euch jetzt hier oben ein weiteres Video ein, Thema Johannishospital, eine der ältesten, wenn nicht sogar die älteste soziale Einrichtung Leipzigs. Ab 1925 entstand nach erneutem absehbaren Platzmangel auf dem Vorgängerfriedhof der bis heute genutzte neue israelische Friedhof, der 1928 eröffnet wurde. Während der Reichspogrom- oder Reichskristallnacht 1938 fiel das Friedhofsgebäude einem Brandanschlag zum Opfer. Ein Jahr später wurde 1939 auch das fast unbeschädigte Kuppelgebäude auf Anordnung der NSDAP gesprengt. Der Beerdigungsbetrieb musste daraufhin eingestellt werden. Verstorbene fanden vorab auf anderen Friedhöfen ihre letzte Ruhe. Nach dem Krieg begannen die Aufräumarbeiten und seit 1948 wird die Anlage wieder im ursprünglichen Sinne genutzt. Die ganz alten Grabsteine des ersten Friedhofes sind übrigens bis heute zum Glück erhalten und können auf dem neuen israelischen Friedhof angeschaut werden. Hören und sehen konntet, lässt sich also einiges über Friedhöfe erzählen und am besten ihr besucht selbst mal einen. Das soll es aber jetzt von mir an dieser Stelle gewesen sein. Ich kann euch einen eigenen Spaziergang durch den Südfriedhof nur ans Herz legen. Es ist ein Ort der Stille, aber auch der Natur. Es gibt sehr viel zu sehen, aber wie gesagt, bringt Zeit mit. Ich verabschiede mich jetzt von euch mit noch einigen vielen Bildern, die wir hier schießen konnten. Wünsche euch alles Gute, bleibt mir gesund und munter und dann hören wir uns nächste Woche mit weiteren verlassenen Orten wieder. Bis dahin, macht's gut und ciao.
Thank you.